Seid nicht ganz im Bild. So, was geht los, Leute? Alter, was geht ab? Absolut. Los geht's. Der ist sogar Level 4, nicht Level 3 nur. Dafür hat er aber echt wenig CP. So, wir kommen hier meine Team zu hin. Bam. Fight. Geht's. Perfekt. Genau bei Null kam der Gong. Der Glocke von der Kirche. Krass. Ach, der ist Unlicht. Ich dachte, der wäre normal. Aber trotzdem machen wir mal gut. Okay, ich sehe schon. Den kann man auch zu zweit machen mit dem Machen was. Philipp, ich brauche dich demnächst. Absol, Duo Raid, ich und du. Leider keine Ahnung, was 100% ist. Vielleicht Shiny? Vielleicht haben wir ja mal Glück. Das wäre zu krank. Nee, leider nicht. Aber sieht trotzdem cool aus. Es ist grün. Ich probier's mal so. Ohne Fangtrick. Und gefangen. Neuer Decksantrag. Okay. Bisher noch kein Wild gesehen, also keine Ahnung, ob man den auf Wild fangen kann. IV-Check. Ach. So. Der zweite von den neuen Marvel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir rein. Und los geht's. Keine Ahnung, was gut gegen ihn ist. Ich weiß nicht mal, was für ein Typ der ist. Despotar. Despotar immer saftig, alles klar. So. Heil ich mal meinen Despotar. Okay. Das war der falsche. 3617. Den muss ich holen. So. Jetzt haben wir's. Der ist auch shiny erhältlich. Absolut. Und der? Schauen wir mal, ob ich diesmal Glück habe. So, Countdown läuft. Ich bin echt gespannt. Und los geht's. Okay. Stahlfee. Okay. Dann ist mein Undicht-Despotar doch gar nicht gut. Hier steht überall nur nicht effektiv. Okay. Wechsel mal rüber zu Flamaga. Keine Ahnung, wieso mir Despotar ausgewählt wurde. Feuer gut gegen Stahl. So, ja. Weg damit. So sehe ich das gerne. Überall nur super effektiv. So. Den hätten sie ruhig als Dreierboss nehmen können. Apropos Dreierboss. Demnächst versuchen wir nochmal Winona. Dann mit Geowatz. Fertig gepusht und mit Garados, mit dem neuen Move, Kaskade. So, drei Glocken, zeig, was du kannst.
Das war's. Okay, noch nicht. Jetzt hat er mal. Das war's. Und? Keine Ahnung, was 100% ist. Aber ich denke mal 997 sicher nicht. Drei Sonderbonbons, nicht schlecht. So. Nicht shiny. Natürlich nicht. Und erster Ball drin. Neue Decksandcock, die kann man nicht wild fangen, nur in den Raids. Und richtig schlechteste. Oh Mann. So, gerade wo ich das Ende für das Video drehen wollte, ist ein Meganie aufgetaucht direkt vor der Tür. Das habe ich mir noch schnell geschnappt. So, beide gefangen. Die zwei neuen Raid-Bosse aus Gen 3. Beide schlechte RV, beide nicht shiny. Aber ich finde es cool, dass die nicht wild fangbar sind und dass man die Raids halt machen muss. Ansonsten sind die Raids halt so unnötig. Weil die meisten Raids sind relativ unnötig. Keiner macht einen Nidoking oder so. Oder Satzenia oder die ganzen Safcon und sowas. Und dadurch, dass sie halt nicht fangbar sind, muss man die halt machen. Und für alle die Shiny-Jäger und 100% Jäger, die müssen dann mehrere davon machen. Und für den Dex-Antrag muss man die auf jeden Fall einmal machen. Finde ich eine gute Sache. Ich hätte bisher leider kein Glück. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon eins habt. Und wenn ja, ist es vielleicht Shiny oder gute IV. Vielleicht sogar 100%, vielleicht sogar 100% Shiny. Und schreibt eure Meinung in die Kommentare, wie ihr es findet, dass die nicht fangbar sind, sondern nur in den Raids verfügbar sind. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt den Shop ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.